Liebe Freunde, hier ist euer Fadi. Willkommen zur Schlacht von Nyköping. Willkommen zu Crusader Kings 3 und zum Königreich von Schweden. König Gorm hat auf Bitten seiner Schwiegertochter, von seinem Enkel sogar, die Gattin einen Krieg angefangen, um das Oberhäuptlingstum von Samogitia. Uns ist da so eine schicksalhafte Panne passiert. Ich ging davon aus, dass sie eher an unserem Hofe ist, etc. Was ich vergessen hatte, ist, dass ich ja ihrem Schwiegervater, also unserem Sohn, unserem Erben ja Skane vererbt hatte. Und die wäre ja eh hierhin gezogen, hätte hierhin ziehen müssen. Ich habe das falsch interpretiert und dadurch halt gesagt, ja, okay, wir wollen ihre Ansprüche durchsetzen. Dementsprechend, dementsprechend haben wir es gemacht. Nennen wir es mal eine Fügung des Schicksals. Vielleicht, wenn unser König denn noch so lange lebt, kann es echt dazu führen, dass wir das Großreich hier gründen werden können. Dementsprechend bin ich echt mal gespannt, was hieraus wird, wie sich das hier weiterentwickelt. Und wir lassen das mal weiterlaufen. Wird hier nicht belagert, gerade sehe ich gerade? Warum nicht? Belagernd? Doch, wird belagert. So. Gefangen genommener feindlicher Kombattant. Die Schlacht hier ist geschlagen. Er ist, russischer Trupp Pomesanien, ja. Den behalten wir erstmal. Niedrige Geburt. Er soll aber nicht, er ist im Hausarrest. Okay, soll er da mal bleiben? Wir ziehen als, Streitmacht mal hinterher. Das reicht uns hier noch nicht. Die Belagerungen gehen hier jetzt weiter. Habe ich hier irgendwie Generäle noch? Ne? So, schauen wir mal, dass wir hier mal einen mit hinzunehmen. Am besten auch ein Belagerer an sich wäre ganz nett, aber wir haben keinen zur Verfügung gerade. Dann nehmen wir einfach den besten Oberhäuptling Björn Randversson, soll das übernehmen. So, ihr Lieben. Hier noch 3 Monate, dann ist es soweit. Hoffen wir mal, unser König überlebt. Wohin fahren diese Truppen hier? Sieht danach aus, als wenn die hier nach unten fahren, ja? Nee, die fahren nach oben. Ja, wir fahren mal hinterher. Und lassen noch mal weiterlaufen. Warten mal die Belagerung hier ab. Häuptling Malmflit wurde beeinflusst. Würde sie uns denn Skara geben zum Beispiel? Oder Orebro? Würde sie das tun? Nicht wirklich. Keins davon. Wir beeinflussen sie mal weiter. Es kommt zur Schlacht. Als ich die Kammer betrete, um meinen Hofarzt Orm zu sehen, finde ich ihn tief über ein Buch gebeugt. Diese Übersetzung von Herophil ist grauenhaft, sagt er mit einem Seufzen. Wenn ich diesen Anweisungen folge, würde ich meinen Patienten wohl eher töten, als ihn zu heilen. Ich kaufe euch eine bessere Übersetzung. Ihr sollt in religiösen Schriften nach Rat suchen. Lasst mich mal sehen, ist eher so nach unserem König, ne? Er wird zynisch. So, nächste Schlacht, ihr Lieben. Eigenschaft zynisch erhalten. Mit schierer Manpower hauen wir hier rauf. So, wir haben Memel eingenommen. Dann geht's mal hier weiter zu dieser Burg. Kriegsstand sieht gut aus.
Die haben hier eine schlechte Schwelle quasi. Wir ziehen die mal auf unsere Ländereien zurück, damit die sich versorgen können. Enkel wurde gefangen genommen. Ah, okay, ja. Ja, passiert das ständig in der Ecke. So, wir werden dem Oberhäuptling folgen. So. Russischer Trupp Pomesanien. Ja, wir fahren mal hinterher. Kostet so schon ein bisschen Geld. Gehört aber anscheinend so ein bisschen dazu. Müssen wir halt mal durchziehen. Verbündeter des Feindes tritt bei Oberhäuptling. Ist gestorben. Wo ist denn der hier? Okay. Oh, der Krieg kann doch etwas dauern anscheinend. Wir machen das mal folgenderweise. Und zwar fangen wir schon mal an, hier zu belagern. Hier und hier zu belagern. Bemerkenswerter Gast ist eingetroffen. Komplott bei Hofe. Mein Ratsspitzel ist mit besorgniserregenden Neuigkeiten zu mir gekommen. Wir wissen noch nicht, wer es ist, doch jemand schmiedet ein Komplott, um eine Person zu ermorden. Und zwar mein Champion Frey. Okay. So, wir haben den Oberhäuptling hier jetzt getötet. Wie sieht's denn eigentlich mit den Truppen aus? Ja. König von... Ja, dass der da jetzt mitmacht, verstehe ich auch irgendwie nicht. Der hat da selber so Kriege zu führen. Ich werde mal Folgendes machen. Ja, jetzt fahren die jetzt raus. Okay, wir fahren erstmal raus. Und... tun mal Folgendes. Wir sind jetzt draußen, ne? So, wir werden jetzt hier mal das echt mal so ein bisschen halbieren, ne? So, und zwar sagen wir mal, dass wir hier schon so eine 5000er Armee mal in Sigtuna lassen. Und der Rest fährt mal hier runter. Nach Gdańsk. Wir gelten hier halt auch noch als unterversorgt, ist klar. Wir müssen das mal so ein bisschen im Auge behalten, was hier so passiert. Die Belagerung läuft hier. Okay, hier wird geplündert. Das machen wir erstmal noch nicht. Wir warten. Wir gehen erstmal hier an Land und teilen mal die Truppen und lassen sie mal, ja. Lassen sie mal ein bisschen verbessern. So. Sie sind ja unterversorgt. Bitte einmal teilen. So, Vasallen erklären sich den Krieg. Schön. Leute, wir müssen diesen Krieg hier gewinnen. So, es wird belagert. Wo? Hier oben. Können die das belagern? Laufender Überfall. Ja, Überfall lassen wir gelten. So.
Ich wollte gerade in das leckerste Stück Ente beißen, das ich je gesehen hatte, als einer meiner Diener umkippte und sich den Hals hielt. Er hatte sich ein Stück meiner Mahlzeit einverleibt. Immerhin war mir dies eine Warnung, den Vogel nicht anzurühren, und er wurde zugleich umgehend für sein Verbrechen bestraft. Uiuiuiui. Ist aber gruselig, ne? So, die laden hier so ein bisschen auf, das ist gut. Die nächste Belagerung geht hier auch zu Ende in 15 Tagen. Hier dauert sie noch 6 Monate. So. Ich glaube, Spionage-Perversion. Oberhäuptling Alvör. Ja, richtig, was bringt uns das nicht? Wäre cool gewesen. Okay, er ist ja auch unser Ratsspitzel, ja? So, da jetzt zu spitzeln. Nee, ist ja der Fünfte. Ja, bringt mir einen Eimer, ich muss würgen. Ja, okay, das passt. So. Nachbar wird angegriffen. Der... Ja, Oberhäuptling von Holmgar, Graf Vasiliko. Ja. Sollen sie machen? Die nächste Belagerung geht hier zu Ende. Nyland wird belagert. So. Jetzt müssen wir einmal rüber. Minus. Erstmal zu Fuß. Ich würde ja dann mal irgendwie sagen, dass wir mit diesen Truppen auch mal hinfahren. Und zwar hier hin. Ja, so. Oder dahin. So, eine Belagerung ist wieder durch. Dann geht's mal hier hin. So. Hier werden nochmal Truppen nach oben geschickt. Und ja, bin echt mal gespannt, ob wir ja halt diesen Krieg in dieser Folge noch zu Ende führen können. Bauernaufstand gegen unseren Vasallen. Ja, das ist nun mal so. Gehört dann dazu. So, Truppen sind schon mal hier. Wir ziehen schon mal in die Nähe. Bringt das denn hier? Ja, begann vor 18 Monaten. Das ist echt eine lange Zeit. Cool wäre es gewesen, Armee von Wrocław. Neutrale Armee, okay. Gegen wen führt er Krieg? Gegen Oberhäuptling, okay, alles klar. Ja, die ziehen hier jetzt weiter. Gegner geht die Versorgung aus. Gegner wurde kürzlich verschifft, ja. Okay, dann mal nochmal hier hin. So, kürzlich verschifft. 10 Tage noch. Wir wären ja in 12 Tagen hier. Vielleicht kriegen wir die ja. Oder einen Teil davon. Oh, Waffenstillstand läuft aus. Ja, das interessiert nicht. So, neue Schlacht, neues Glück. Bitte rein da. Neuer Vorzug in der Bildung. Freischall. Selbsterkenntnis. Dadurch wissen wir,
ein Jahr vorher Bescheid, falls der Tod sich nähert. So. Hervorragend. Hier wurde die nächste Belagerung geschafft. Wir ziehen erstmal hier hin. So, 82%. Ja, wir ziehen uns mal hier wieder hier hin mit den 5000 Mann. Und ja, wir pushen hier mal so ein bisschen jetzt. So, die Belagerung müssen hier weiter unterstützt werden, natürlich. Was ist passiert? Erbschaft. Oberhäuptlingszufuhr findet und drei andere Titel gehen auf uns über. Okay. Okay. Interessant. So. An wen übergeben wir denn dann jetzt hier Finnland? So. Das machen wir jetzt nämlich folgenderweise. Wir übergeben Finnland mal an Ingeborg. Wird verheiratet, selbstverständlich. Unsere Tochter. Die sind schon alle verheiratet. Ihr Mann hat irgendwie nichts. Könnten wir hier natürlich das hier verleihen an diese Tochter. Werde ich auch, glaube ich, so machen. Sie ist gesettelt, muss man sagen. Dafür kriegt sie dann mal. Wobei, dann teilt man das hier auch wieder so auf. Sie ist noch nicht erwachsen. Ich guck mal in meinem Geschwisterkreis auch nix. Dann gehe ich mal auf meinen Vater über. Wirklich niemand so richtig. Ja, das werde ich auch mal versuchen zu vergeben. Aber erst nach dem Krieg vielleicht. Lehrerratsposten über der Domänenschwelle. Wenige Champions. Zu viel gehaltene Herzogtümer. Ja. Wer wird Ratsspitzel? Das wird dann mal... Keiner von denen ist gut als Ratsspitzel. Das wird dann hier der... Das ist ein Elfer. 18er. Das wird unser Neffe. Häuptling von Pielinen. Oberhäuptling sollte das schon sein. Das wird er... Aber dann kann ich auch ihn nehmen, weil wenn er es wird, er ist dort ja gut. Aber er ist durchschnittlich. Ja, wir nehmen mal ihn hier als Spitze. So, nicht gut, aber was soll's. So, der Krieg geht weiter. Hier dauert es 22 Monate, hier 9, hier 8. Deswegen werden wir, sobald es geht, mal hier die Onaga hinschicken. Und dann, ja, gucken wir uns das mal an. Ja, an wen wir jetzt Finnland vergeben, schaue ich mir mal kurz an. So, Moment. Afmunso, Dynastiebaum. Kids kriegen alle schon irgendwie etwas. Deswegen, die Töchter sind schon versorgt. Ja. Lupa Afmunso. Er ist landlos, ist unser Halbbruder. Ich könnte ihn das vergeben. Das würde gehen. Er ist ein Munsö.
Sein Erbe wäre ja Ani, Neffe von uns. Ja, das würde gehen. Hat Ansprüche zwar, aber das könnte man so machen, ne? Also irgendwie, dass er das kriegt. Sein Erbe ist Ani Nupasson. Ja. Titel vergeben. Unser Halbbruder. Häuptlingstum von Finnland. Der wird uns natürlich lieben. Sein Haupterbe ist er, ja. Und das passt, das passt. So, Titel werden verliehen, lebende Mitglieder, ja, hervorragend. So, das haben wir schon mal geklärt. Pierlinen bleibt bei uns, ist unser Vasall. Er liebt uns. Perfekt. So, jetzt führen wir mal diesen Krieg hier weiter. Ich werde die Onager mal hier nach unten hinschicken. Oh, nee, das machen wir nicht. Dann gehen mal die Onager bitte hier hin. Und er als Belagerer macht mal hier weiter. Dann kommt er hier als Belagerer mal vor. Haben wir noch mehr Belagerer? Nicht wirklich. So. So. 84%. Sie war unser Hofarzt? Warum? Wir haben hier doch einen Hofarzt. Und zwar einen guten. So. So. Lassen wir mal die Belagerung laufen. Wie sieht's hier aus? Wir gehen einfach hier rauf. Oberhäuptling von Skane angerufen. Wird Angriff von Oberhäuptling von betreffende Krieg. Smalendischer Anspruch auf Häuptlingstum von Skane. Das kann doch nicht wahr sein, ne? So. Das kann nicht wahr sein. Dass die sich echt trauen. Ja, den König jetzt, den Erben vom König anzugreifen, ne? Also, das werden wir mal schön Vasallenkrieg beenden. Wir unterstützen ihn mal. Moment. Wir geben ihm mal Geschenke. So, dass er schon mal so 500 hat. Dass man hier nicht einfach so eine Zahl nehmen kann, ne? Ist auch so ein bisschen komisch immer. So, Geschenke, Geschenke. Hat er 500... Dann beobachten wir das mal. So. Ich hoffe mal, er holt sich hier irgendwie Puppen dafür. So. Waldemar. Mein Neffe Oberhäuptling Waldemar ist unlängst verstorben und hinterließ seine Lieben in tiefer Trauer um einen großen Mann. Da ich zu ihnen zähle, die dem Verstorbenen am nächsten standen, könnte ich die Aufgabe übernehmen, eine angemessene Bestattung auszurichten. Es unter treuen Anhängern unseres Glaubens Tradition, unsere Edelsten mit einem Schiff beizusetzen, damit sie leichter in die Nachwelt gelangen können. Und gewiss hat doch Waldemar diese große Ehre verdient.
Ein großes Schiff, ja, das wird, glaube ich, reichen, ne? So, oder ein symbolisches Schiff. Also viel, naja. So, können wir hier denn jetzt weiterhin... Würde sie das mitmachen? Immer noch nicht. Also, wir beeinflussen da, glaube ich, vollkommen unnötigerweise, aber... Was soll's? So, wir könnten hier mal schauen. 3500, 2600 waren das, ne? Jo, lassen wir mal wieder weiterlaufen. Ist gut. Wie ist das hier? Ist immer noch zu viel. Ja, teilen wir mal. Geben wir mal ein paar hier hin. Und ja, ihr Lieben. Ich beende das. Ja, unser Rivale in unserem Kerker ist gestorben. Nicht schlecht. Gibt's, ja, Entspannung für uns. Und ja, damit kommen wir auch zum Ende dieser Folge. Ich pausiere. Ja, ihr Lieben, es kann sein, dass es doch nicht zur Erbteilung kommt. Durch eine glückliche Wendung des Schicksals. Dafür muss aber der Krieg hier erstmal gewonnen werden. Ja, das wird aber in der nächsten Folge der Fall sein. Ja, ich danke euch fürs Zuschauen, ihr Lieben. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao. Euer Fadi.